Moin Moin, Kuse Oskar hier. Wie versprochen, ist das der Beginn meiner Serie Tutorial für Anfänger. World of Warships 2022, ich möchte dieses Spiel jetzt anfangen oder ich habe vor ein paar Monaten oder meinetwegen auch vor einem halben Jahr angefangen zu spielen und möchte jetzt vom Urschleim des Spiels erklärt bekommen, was wie funktioniert und was wo zu finden ist und was überhaupt. Es soll sich wirklich ausschließlich an Anfänger richten. Erfahrene Spieler werden einen Großteil schon wissen oder einige Sachen halt auch, sag ich mal, schon in komplexeren Formen kennen. An die richtet sich dieses Video auch nicht. Ich möchte damit bloß diversen Kommentaren unter dem Video vorgreifen. Ansonsten werde ich wirklich die Videogrößen so bei 10 bis 15 Minuten halten. Nur jetzt das erste wird ein bisschen länger werden, einfach weil sehr viel jetzt am Anfang kommt und das möchte ich nicht unbedingt auf mehrere Videos splitten. Wir fangen dann einfach mal an, würde ich sagen. Ihr habt die Installation abgeschlossen, ob ihr das nun bei Steam gemacht habt oder bei dem eigenen Programm von Wargaming, ist egal. Ihr startet das Spiel, werdet ihr erstmal direkt in ein Gefecht reingeworfen. Es ist komplett egal, wie dieses Gefecht ausgeht. Also ihr könnt da echt ein bisschen rumprobieren und mal gucken, wie die Steuerung und so ist und wie weit muss ich vorhalten, um mit den Granaten zu treffen. Ihr landet dann hier in diesem Fenster. Dieses Fenster ist euer Hafen. Da spielt sich erstmal am Anfang alles ab, bevor ihr in einem Match geht. Auf einzelne Rubriken hier werde ich nur kurz eingehen, weil da kommen später eigenständige Videos, die das besser behandeln. Einfach weil das Thema dann so komplex ist und da so viel zu erzählen gibt, das würde das einzelne Video dann sprengen. Und ich möchte halt nicht, dass die Videos so lang sind, dass ihr da einpennt beim Gucken und mit dem Kopf auf die Tastatur oder auf den Tisch knallt, gibt der blöde Dellen. Und halt auch das auch noch aufnehmt, was ich da versuche euch zu erklären. Ich fange jetzt hier erstmal an. Wichtig ist, euch muss bewusst sein am Anfang, ihr habt nicht den vollen Zugriff auf alle Funktionen, die es hier gibt. Ihr schaltet die teilweise nach und nach frei. Das ist so gewollt, damit ihr nicht am Anfang schon völlig erschlagen werdet vom Spiel. Wenn ihr den kompletten Funktionsumfang irgendwann mal habt, werdet ihr wissen, warum. Weil dieses Spiel unter Umständen sehr komplex sein kann. Wenn ihr aber einmal wisst, was wo ist und was sich wie verhält, dann wiederholt sich das bei jedem Schiff einfach nur noch. Und das geht locker flockig von der Hand. Also keine Sorge, das Spiel ist echt umgänglich, da gibt es weitaus kompliziertere Spiele. Wir fangen mal an. Tatsächlich bei den neuen Zugangsstufen, weil da genau das ist, was ich gerade erklärt habe. Ihr schaltet nach und nach, ihr müsst eine gewisse Anzahl an Gefechten machen und dann schaltet ihr neue Rubriken hier in diesem Fenster frei. Das erste, was ihr freischaltet, sind die Koop-Gefechte, das sind Gefechte einfach gegen KI-gesteuerte Gegner. Dann Schiffe erforschen und verbessern, wenn jetzt einige sagen, sollte doch von vornherein da sein. Nein, ist es nicht. Einfach erstmal so hinnehmen. Wie gesagt, es soll euch nicht gleich von Anfang erschlagen. Geht dann weiter über die Zufallsgefechte und so weiter und so weiter. Die Kapitäne und so, die werden alle nach und nach freigeschaltet. Ihr kriegt auch jedes Mal brav irgendwelche Belohnungen. Das ist natürlich auch ganz nett. Hier 1,5 Millionen Creditpunkte bekommen. Hier haben wir 1 Million bekommen. Alles gut soweit. Hier können wir erstmal eigentlich rausgehen, beziehungsweise greife ich, weil ich es gerade sehe, da das auch schon mal ab. Hier werdet ihr Errungenschaften in den Matches, könnt ihr diverse Errungenschaften kriegen. Ich gehe jetzt mal auf 2 hier ein, im Speziellen. Wenn ihr 2 Gegner innerhalb von 10 Sekunden tötet, killt, wie auch immer, bekommt ihr den hier Doppelschlag. Wenn ihr das erste Schiff in der Runde zerstört, kriegt ihr dieses erste Blut. Das sind wirklich nur noch so eine
wie so eine Goodies, die ihr da kriegt. Früher gab es da Ressourcen für. Habt ihr Ressourcenflaggen, was auch immer, bekommen. Gibt es nicht mehr. Es ist wirklich nur noch einfach zum Sammeln. Ist ganz nett. Aber hat keinen weiteren Einfluss aufs Spiel an sich. Sind wie Auszeichnung. Hier die Zusammenfassung. Das ist euer Profil-Statistik sozusagen. Da könnt ihr euch angucken, wie viel, was war der höchste Schaden, den ihr jemals mit einem Schiff gemacht habt. Und. Tut euch selber den Gefallen, achtet da nicht allzu dolle drauf, zumindest am Anfang, weil es gibt wichtige Sachen, als seine Statistik hier zu frisieren. Es ist wichtiger, dass ihr Einfluss nehmt aufs Spiel, die Initiative so, sag ich mal, ein bisschen an euch reißt und im Spiel was bewirkt, als wenn ihr da irgendwo wie so ein lethargisches Eichhörnchen hinter der Insel hängt und nur auf eure Statistik achtet. Früher oder später ist es scheißegal, was ihr für eine gute Statistik habt. Es wird sich rausstellen, ob ihr spielen könnt oder nicht. Von daher, es gibt wichtigere Sachen, als hier den Höchstschaden hochzutreiben und die Runde trotzdem zu verlieren. Hier sind wir soweit fertig eigentlich. Gibt es auch erstmal im Moment nichts weiter zu erklären. Kommen wahrscheinlich später noch Sachen dazu. Gehen wir erstmal raus. So. Machen wir weiter. Hier oben links habt ihr die Einstellung. Habt ihr hier die Einstellung. Grafik würde ich so hoch einstellen, wie euer Rechner das schafft, weil das Spiel sieht doch recht ansehnlich aus, finde ich zumindest. Und ihr habt hier keinerlei Vorteile, wenn ihr da irgendwelche Büsche ausschaltet oder sonstiges. Das kennt man ja aus anderen Spielen. Hier könnt ihr den Ton einstellen. Auch nichts weiter zu sagen. Erstmal zu hier. Bei den Einstellungen komme ich später noch dazu, mache ich aber in der Runde, in der laufenden, weil ihr sollt den Unterschied sehen, was sich da eigentlich verändert. Gibt es ein paar Sachen, gerade hier bei diesem alternativen Interface-Modus und so, möchte ich euch zeigen, damit ihr den Unterschied seht und dann für euch das Beste daraus pickt. So, gehen wir mal raus, haben hier noch was verpasst, Spiel verlassen halt, zurück zum Spiel und die Hilfe. Da seht ihr die Schiffssteuerung. Das ist halt ganz praktisch eigentlich. Einige Sachen werde ich euch in der laufenden Runde erklären. Aber für die, die es nochmal nachlesen möchten, die können hier nachgucken. Bewaffnung und Module könnt ihr hier auch nochmal nachgucken. Aber auch das kann ich euch in der Runde erklären. Verbrauchsmaterialien und Munition wird an einem späteren Punkt relevant. Seht ihr jetzt noch nicht, muss auch mehr oder weniger erst freigeschalten werden oder die Schiffe müssen diese Fähigkeiten überhaupt erst besitzen. Haben sie aber noch nicht, von daher kann ich auch noch nichts zeigen. So, ansonsten habt ihr hier, wenn wir auch nochmal kurz rein, könnt ihr euch so Aufnäher, schaltet ihr auch jede Menge frei, könnt ihr euch auswählen, damit ihr dann schicken Aufnäher von eurem Namen habt. Wappen, genau dasselbe. Schaltet ihr nach und nach welche frei, könnt ihr euch dann aussuchen, sind rein kosmetischer Natur. Hier habt ihr euren Namen. Dann seht ihr da drunter Premium-Tage. Ihr kriegt am Anfang relativ häufig irgendwelche Premium-Tage noch. Da komme ich auch zum Ende des Videos noch zu einem anderen Punkt. Möchte ich euch nicht jetzt gleich damit überfallen. Premium-Tage sind wichtig in diesem Spiel. Wie gesagt, es ist Free-to-Play. Hersteller muss ja irgendwie Geld verdienen. Premium-Tage gibt es 2-3 Mal im Jahr im Angebot. Da könnt ihr euch vergünstigt die holen. Ich lege es euch ans Herz, ist aber kein Muss für Gelegenheitsspieler, erst recht nicht. Hier oben Karma-Punkte können vergeben werden für schlechte oder gute Leistungen in den Runden. Einige sollten aber wohl möglich noch ein bisschen mehr drauf achten, weil einige halt ziemliche Ego-Spieler sind oder sonstiges. Haben aber keine weiteren Auswirkungen an sich auf das Game. Rekrutierungsbüro. Ihr könnt Spieler einladen. Kriegen dann diverse Boni. Und ihr profitiert in anderen Punkten davon. Rekrutierungsbüro gehe ich aber separat nochmal drauf ein. Dann. Clans. Selbsterklärend, natürlich gibt es hier auch ein Clan-System. Auch Clan Wars und sowas. Entweder ihr habt schon irgendwelche Spieler, die das schon länger spielen und einen eigenen Clan sind, dann laden euch da halt ein.
Oder ihr stellt euch selber einen Clan oder ihr sucht euch einen Clan. Was es da dazu gibt. So, Neuigkeiten. Gehen wir mal kurz rein. Auch in diesem Spiel gibt es jede Menge Neuigkeiten. Jetzt war ja gerade Ostern, da gab es jede Menge Aktionen. Solltet ihr euch durchlesen, da tauchen ja auch immer wieder so Buttons auf, so in der Farbe hier wie den Kanal abonnieren. Von wegen irgendwas abholen, da kriegt ihr Container, Silverlines, manchmal Premium-Tage. Solltet ihr darauf achten, solltet ihr euch auch durchlesen, um einfach auf dem Laufenden zu sein in dem Spiel. So, haben wir das auch abgefrühstückt. Hier könnt ihr euren Hafen wählen. Gibt es verschiedene, könnt ihr euch aussuchen. Ich habe jetzt den Fjord, finde ich ganz nett. Auch das hat sonst keinerlei Auswirkungen, ist rein kosmetischer Natur. Division erstellen, wenn ihr Freunde habt, mit denen ihr spielt, könnt ihr die da einladen, könnt ihr zusammen, zu dritt maximal, in die Runden einsteigen, also in die Zufallsgefechte. Oder im Coop, weiß ich es ehrlich gesagt gerade gar nicht, aber auf jeden Fall in die Zufallsgefechte. Gefecht, wenn ihr dann halt ins Gefecht einsteigen wollt. Dublonen sind die Währung, die ihr für Echtgeld kaufen könnt. Für dann halt wieder die halt für andere Sachen ausgeben könnt. Die Creditpunkte sind die Ingame-Währung, womit ihr Schiffe und so bezahlt. Farmt ihr in den Runden zusammen, je nachdem wie eure Ergebnisse sind oder wie aktiv ihr in den Runden seid, kriegt ihr natürlich mehr. Läuft eine Runde mal nicht so, kriegt ihr weniger. Hier seht ihr euer Schiff. Dann habt ihr hier einzelne Rubriken, die könnt ihr aufklappen. Da findet ihr dann halt Informationen zu eurem Schiff, zu der Bewaffnung, wie viel Leben hat es und so weiter. Gehe ich aber separat nochmal drauf ein. Soll jetzt wirklich erstmal nur sein, was ist hier alles zu finden. hier rechts könnt ihr so ein bisschen sortieren, Schiffe, nach diversen Kategorien. Seht auch, wie viele Schiffe ihr im Hafen habt, wie viele freie Plätze ihr dafür noch habt. Freie Plätze könnt ihr monatlich durch Kampfaufträge neue dazugewinnen. Sollten die Plätze irgendwann mal nicht mehr reichen, könnt ihr euch natürlich für Echtgeld welche dazu kaufen. Müsst ihr aber nicht. Hier, das ist der Informationsbutton. Da seht ihr dann, wenn ihr ein paar Gefechte gefahren habt, die Auswertung sozusagen und seht dann hier, wie viel ihr davon gewonnen und verloren habt. Ist ja für manche ganz interessant, wie der Abend so gelaufen ist. Meldung, da steht, welche Schiffe ihr gekauft habt, was ihr ausgerüstet habt, welche Kapitäne ihr dazu gewonnen habt und so weiter. Ich entschuldige mich jetzt schon mal fürs Husten. Sowas halt. Das ist übrigens euer Schiff. Hier seht ihr die Schiffe, die wir im Moment haben. Wir im Moment 4 an der Zahl. 3 habt ihr standardmäßig drin. Die Diana habe ich hier drin, weil ich bei der Installation einen Bonuscode eingegeben habe. Ohnehin werde ich unter dem ersten Video alle Bonuscodes reinpacken, die ich finden kann, die auch noch aktiv sind. Die könnt ihr eingeben. Kriegt ihr ein paar tolle Sachen. Da kommen auch ehrlicherweise, glaube ich, meine 7 Tage Premium her. Ansonsten Premium Laden mache ich in einem separaten Video. Da fallen halt alle Schiffe und Premium Tage und die Ingame Währung runter. Wie gesagt, extra Video, weil es recht komplex. Ansonsten Hafen, in dem sind wir gerade. Ausrüstung, damit ist die Ausrüstung des Schiffes gemeint. Dann habt ihr hier die einzelnen Komponenten. Da wird es dann bei anderen Schiffen noch weitere geben, die ihr erforschen und dann halt dementsprechend über die Creditpunkte bezahlen könnt. Bewaffnung wird es auch noch mehr geben, die ihr dann halt, mal abgesehen von HE und AP-Granaten, halt auch noch Torpedos und was will ich, so einen ganzen Schnulli haben. Verbrauchsmaterialien, da hatten wir erst schon kurz die Ansicht gesehen. Auch da wird es Schiffe geben, die da mehr haben. Gibt es aber noch nicht. Und dann wird es hier noch eine Rubrik geben, die ist dann über der Bewaffnung, Ausrüstung. Auch da gibt es dann nochmal verschiedene Sachen, die ihr auswählen könnt. Auch dazu komme ich später, weil das recht komplex ist, dieses Thema, und ich es im Moment noch nicht zeigen kann, weil ich noch nicht so weit bin. Nicht wundern, darauf wollte ich eigentlich vorher noch eingehen. Ich habe hier jetzt schon ein paar Runden hinter mir gebracht, also 2-3 Runden. Leider hat er was mit den Aufnahmen nicht hingehauen, von daher könnt ihr das jetzt nicht
sehen, ist aber im Prinzip auch irrelevant. So, dann kommen wir noch kurz zur Forschung. Hier habt ihr links alle Nationen, die es gibt. Und da seht ihr jeweils die Schiffe, die es zu erforschen gibt bei den jeweiligen Nationen. Hier seht ihr das Symbol für Schlachtschiffe mit diesen zwei Strichen drin. Wenn ihr nur einen Strich drin habt in diesem Symbol, ist es ein Kreuzer. Ist es dieses Dreieck, ist es ein Zerstörer. Also die Bäume können sich dann auch nochmal aufsplitten in verschiedenen Typen. Hier ist es halt so, dass das eine die, sag ich mal, Ballerbuhnen sind, die hauptsächlich mit ihren Geschützen was machen, und die anderen sind hier zum Beispiel die mit Torpedos mehr so um sich schmeißen. Auch da gehe ich später drauf ein. Sehr komplexes Thema. Hier seht ihr die Träger. Auch ein eigenes Thema, aber nur, dass ihr das Symbol mal gesehen habt. Und dann werden halt zukünftig noch, ich spreche es schon mal an, sie sind ja auch schon testweise momentan noch drinne. Irgendwann werden sie hier auch integriert in den Baum. U-Boote. U-Boote kommen noch dazu. Ansonsten fragt ihr euch bestimmt, was das hier sind. Das sind Premium-Schiffe. Seht ihr, könnt ihr hier für Echtgeld, für die Ingame-Währung, die ihr wiederum für Echtgeld kaufen könnt, könnt ihr euch die holen. Auch da gibt es Gutscheine, wo ihr dann diverse Rabatte und so kriegt. Auch die kriegt ihr in regelmäßigen Abständen. Auch da gehe ich später drauf ein. Wie gesagt, fürs Husten entschuldige ich mich jetzt schon mal. Ansonsten hier oben Profil, da waren wir erst vorhin schon mal drin. Brauche ich nichts weiter zu sagen. Das soll es erstmal gewesen sein. Das ist jetzt hier der Hafen. Und im Moment kann ich mehr dazu gar nicht erzählen. Moment, eins habe ich noch vergessen, weil es zugeklappt ist. Das hier ist das Chat-System. Da habt ihr dann zukünftig, wenn ihr Spieler habt, die ihr kennt oder eingeladen habt oder was auch immer, habt ihr die hier, sind die online, könnt ihr sie einladen, in eine Division fahren, tralala, ihr könnt Spieler suchen, das ganze Paket. Ist manchmal ein bisschen hakelig damit, manchmal hat das auch so ein bisschen Aussetzer, aber man hofft ja, dass Wargaming da irgendwann mal was dran macht. Noch was ich vergessen habe, ich bin ein sehr vergesslicher Mensch. Hier könnt ihr eure Schiffe sortieren, wie ihr das wollt. Die so anzeigen lassen, ihr könnt hier diese kompakte Karussellansicht, ihr könnt da halt das so machen, dass hier nur zwei in der Reihe sind und. Könnt ihr nach Nation, nach Stufen, nach Typ, nach Premium oder Forschungsbaum oder was auch immer Schiffen ordnen. Solltet ihr auch, ihr solltet euch irgendwann eine Ordnung zulegen, mit der ihr dauerhaft klarkommt, weil hier gibt es auch irgendwann mal mehr als nur vier Schiffe. In meinem Hauptaccount bin ich mittlerweile bei 284 Schiffe. Und ja, auch da muss man ein bisschen sortieren, um dann noch durchzusehen. Ansonsten war es das jetzt erstmal an dieser Stelle. Ich weiß, das ist vielleicht nicht viel gewesen jetzt fürs erste Video. Es ist erstmal wirklich nur so ein was ist wo und was wo seid ihr überhaupt. In den nächsten Videos werde ich dann so ein paar Gefechte hinter mich bringen, da schon mal ein bisschen was erklären und auf einige Einstellungen eingehen, die ich euch in den Runden zeigen wollte, damit ihr den Unterschied seht. Ich hoffe, ihr habt soweit erstmal Spaß gehabt. Ich hoffe, das erste Video ist ein bisschen was geworden. Ich muss das auch erstmal hier auf die Kette kriegen, allein vorm Rechner zu sitzen und mit mir selber zu reden im Prinzip. Wenn ihr irgendwelche Fragen, Kommentare, Anregungen habt, runter in den Kommentaren damit. Ansonsten, ich bin in aller Regel ab 21 Uhr auf Twitch online. Die Zeiten werden sich irgendwann auch nochmal ändern. Da könnt ihr diese Fragen auch bringen. Ist vielleicht sogar besser, weil ich da direkt sag ich mal, drauf eingehen kann. Ansonsten werde ich das hier versuchen in Form von sozusagen Frage-Beantworte-Videos mit reinzuschieben. Ansonsten soll es das erstmal in diesem Video gewesen sein. Ich bedanke mich, wenn ihr zugeschaut habt und es bis zum Ende geschafft habt, und sage an dieser Stelle dann erstmal ciao, ciao.